Nee, ich glaube, die Mannschaft kann das recht gut einschätzen. Und ich glaube, es war jetzt keine Riesenüberraschung, weil sie haben sich das wirklich auch erarbeitet und Geduld gehabt im Spiel. Sie sind wirklich sehr schlecht ins Spiel gekommen. Wir wurden wirklich überrumpelt auch. Powered by TBF, Global Asset Management. Claudio, hallo. Derby Time auf der Talwiese. Heute Villingen hier zu Gast auf der Talwiese in Rilasingen. Mit welchem Gegner müssen wir heute rechnen? Ja, mit einem sehr starken Gegner, der ein bisschen vielleicht angeschlagen ist, aber das sind genau die Mannschaften, wo den vielleicht noch Stärken rausholen. Wir wissen, dass Villingen eine gute Mannschaft ist und das eigentlich seit Jahren schon beweist. Und Derbys gegen oder Spiele gegen Villingen, egal ob es jetzt ein Derby ist oder nicht, sind immer speziell. Und wir freuen uns immer sehr auf das Spiel. Es wird ein sehr schweres Spiel. Es ist ein Heimspiel auf unserem Kunstrasen und wir versuchen natürlich hier den Ton angeben zu können. Habt ihr in den letzten zwei Tagen der Mannschaft vielleicht die Flausen von einem guten und klasse Spiel gegen Groß Asbach aus dem Kopf bekommen? Nee, ich glaube, die Mannschaft kann das recht gut einschätzen und ich glaube, es war jetzt keine Riesenüberraschung, weil sie haben sich das wirklich auch erarbeitet und Geduld gehabt im Spiel. Sie sind wirklich sehr schlecht ins Spiel gekommen, wir wurden wirklich überrumpelt auch von Groß Asbach, aber am Ende hat, glaube ich, die Mannschaft sehr gut reagiert und der wichtig war dann auch der Ausgleichstreffer vor der Halbzeit und nach der Halbzeit, wie die Mannschaft da rausgekommen ist, das ist, war wirklich sehr schön anzuschauen und zeigt auch, dass jeder Einzelne gewillt ist, hier etwas zu zeigen. Nun hat es Dominik Almeida mit der Grippe erwischt. Er liegt flach im Bett und kann heute nicht mitspielen. Gibt es sonstige noch Änderungen in der Mannschaft? Nee, außer Domme wird, ja klar, er wird natürlich fehlen bei uns hinten drin, aber den werden wir mindestens gleichwertig gut ersetzen. Und ich glaube, sonst der Rest ist topfit. Auch Danny Berg hat sich zurückgemeldet, er war jetzt auch ein bisschen angeschlagen, aber der Rest ist parat. Christoph Matt macht sehr gut Fortschritte. Dennis Hessler wurde jetzt operiert die letzten Tage, ist jetzt in der Reha und einen lieben Gruß auch von unserer Seite hier an ihn, hoch nach Berlin. Und Pascal Rasmus ist nach wie vor etwas angeschlagen muskulär. Das heißt, mehr oder weniger die gleiche Mannschaft, die gleiche Bank wie am Sonntag. Gehen wir auch mit dem gleichen Konzept ins Spiel? Ja, das wird man sehen. Also ich glaube, beide Mannschaften werden ungefähr gleich auftreten. Wir gehen mal davon aus. Aber ja, wer besser ins Spiel kommt, wer vielleicht ein bisschen glücklicher ist bei der einen oder anderen Situation, wer mehr Geduld hat, ja, und da muss man sich das auch vielleicht erarbeiten und dann wird der Glücklichere vielleicht gewinnen. Wir hoffen, dass wir natürlich das Spiel vom letzten Sonntag gegen Sonnenhof bestätigen können, aber wir wissen aber auch, wie schwer das ist. Das Wetter macht ja toll mit. Wir haben klassisches Fußballwetter, super schön. Wir hoffen, dass viele Fußballfans sich noch überlegen und auf die Talwiese kommen und den Platz voll machen. Ja, auf jeden Fall. Und es war auch am Sonntag unglaublich schön, wie die Stimmung hier war auf der Talwiese. Es gab sogar vereinzelt was Neues, einzelne Fangruppen, was wir sehr, sehr begrüßt haben. Die Mannschaft hat sich auch nochmal herzlich bedankt. Und es wäre natürlich cool, wenn diese kleine Gruppe, vielleicht später mal größer wird. Das hoffen wir auch. Und schauen wir mal, wie es später aussieht auf der Talwiese. Vielen Dank, Claudio. Danke auch.